in deinen Namen auf dein Geheiß. O Jesu, ich von hier nun reis. Unsere Jahresausstellung in diesem Jahr 2018 behandelt das Thema Reisen. Grund dafür ist, dass August Hermann Francke 1717, 1718 seine berühmte Reise ins Reich unternommen hat. Diese Reise geriet praktisch zu einer Marketingtour. Es wurden im Vorfeld Bücher gedruckt, die Francke verteilt hat. Francke hat vor Tausenden von Menschen gepredigt. Und Francke war sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Wirksamkeit und seines Ruhmes. Es geht vor allem um pietistisches Reisen. Die Leute wurden gezielt in die Welt geschickt, wurden auf ihre Reisen vorbereitet, haben sogar die entsprechenden Sprachen für die Reise gelernt und hatten die Aufgabe, weltweit Netzwerke zu knüpfen. Bevor das Waisenhaus und die Anstalten errichtet worden sind, schickte Francke Georg Heinrich Neubauer in die Niederlande, um sich an den modernsten Sozialeinrichtungen und Waisenhäusern der Zeit zu orientieren. Neubauers Reise allerdings war viel mehr als nur eine Wissensreise, sondern es ging auch darum, Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu erneuern, Holländisch zu lernen, sowohl als auch Architekturzeichnung anzufertigen und insgesamt Kenntnisse über die Organisation von Sozial- und Bildungs- und Waiseneinrichtungen zu sammeln. Die hallischen Pietisten haben ihre Reisen sehr effizient gestaltet. Sie haben ausführliche Berichte verfasst, in denen sie zum Beispiel Reiseziele beschrieben haben oder gute Reiserouten vorgegeben haben, wie man sich im fremden Land sozusagen verhalten solle, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel wie man sich zu kleiden habe oder welche Sprachen nützlich sind vor Ort. Der Spracherwerb war ein sehr zentrales Element für den hallischen Pietismus. Also das ging von Sprachen, die recht naheliegen, Niederländisch, Englisch, aber auch weitere, Russisch etwa oder Türkisch, bis hin zu indischen Sprachen, Tamil und Telugu. Und diese Berichte, die haben sie quasi zurück nach Halle geschickt und damit nachfolgenden Reisenden die Möglichkeit gegeben, Reisen an dieselben Reiseziele einfacher zu gestalten und eine leichtere Reise zu haben. Und das Besondere ist auch, dass August Hermann Francke einen weltweiten Medikamentenhandel aufgebaut hat. Also hallische Medikamente wurden nicht nur im Deutschen Reich im 18. Jahrhundert vertrieben, sondern auch in Europa, in Ungarn, in Russland, praktisch in allen Teilen des protestantischen Europas, später dann auch in Indien und auch in Nordamerika. Ein weiteres spezifisches Merkmal ist, dass dieser Medikamentenhandel verbunden war mit dem Buchhandel der Stiftung. Denn der Arzt der Stiftung, Christian Friedrich Richter, hat eine Anleitung zur Selbstmedikation, zur Selbstbehandlung geschrieben, die weltweit vertrieben wurde. Der Medikamentenhandel war über mehrere Jahrzehnte die einträglichste wirtschaftliche Unternehmung der Frankischen Stiftung, aber gleichzeitig an Arme und an Bedürftige umsonst Medikamente verteilt wurden, weil eben halt das von Francke und von den Pietisten als gottgefällig angesehen wurde. Die Reisenden brachten von ihren Reisen oft Souvenirs mit, sozusagen Andenken von der Reise, die verdeutlichen sollten, wo sie waren und was sie vor Ort erlebt haben und die ihre Berichte von ihrer Reise untermalt haben. Das sind meist handliche Sachen. Heinrich Wilhelm Ludolf etwa brachte ein kleines Büchlein mit türkischen Dialogen. Damit hat er Türkisch gelernt, bevor er durch den Vorderen Orient gereist ist. Allahu Ta'ala. Gott der Erhabene möge auch dir solches gewähren, weil du es brauchst. Vor dem 17. Jahrhundert reiste man nur, wenn man dazu gezwungen war. Also die Urlaubsreisen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Und eine Form dieser erzwungenen Reise ist die Vertreibung der böhmischen Brüder aus Böhmen. Diese Vertreibungen setzten schon im 15. Jahrhundert ein, denn durch Jan Hus hatte sich eine Bewegung gebildet, die sozusagen eine protestantische Konfession bildete. Und im Zuge der Rekatholisierungspolitik Böhmens wurden die Protestanten verfolgt
und haben ihre Heimat verlassen, um ihren Protestantismus weiter ausüben zu können. Für solchen Schutz, für solch Geleit, dank ich dir dann in Ewigkeit.